Guten Tag und herzlich willkommen zu Frisch Aufgewärmt, der einzigen Show auf Twitch mit mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir zocken heute wieder OG-Xbox oder Xbox Classic, wie der deutsche eBay-Kleinanzeigen Kunde sagen würde. Irgendwie hat sich Xbox Classic hier in Deutschland so ein bisschen durchgesetzt, obwohl ich OG-Xbox gar nicht mal so verkehrt finde. Denn das ist halt, also OG steht ja für Original oder Original Xbox. Und bei den ganzen Xboxen momentan braucht die natürlich einen Namen, der ein bisschen heraussticht. So, wir zocken heute wahrscheinlich wieder so ein kleines Ensemble anspielen. Ich habe mir so ein bisschen was zurechtgelegt. Ich fange aber an mit, ich glaube, Stolen. Habe ich, glaube ich, geschrieben in die Beschreibung hier, ne? Weiß ich gar nicht, ob er das Spiel gefunden hat. Ja, doch. Hat er. Hier, Stolen. Habe ich selbst noch nicht gezockt. Ich weiß nicht großartig, worum es geht. Hab noch nicht, ich habe da hinten so eine Sammlung und hole mir regelmäßig dann so ein paar Spiele dazu und die zocke ich dann nach und nach hier an. Also ich habe noch niemals ausprobiert, ob es nicht defekt ist oder ob es überhaupt funktioniert. Wenn nicht, dann zocken wir halt ein anderes. Deswegen habe ich immer so ein paar Spiele hier liegen. Und wenn uns ein Spiel sehr gut gefällt, dann werden wir das natürlich weiterzocken. Aber so kann man sich so ein bisschen durch die Bibliothek der alten Xbox kämpfen. Ich habe übrigens eine neue Handcam geholt. Tada! Mit etwas besserer Quali. Die letzte hatte nur 720p, die hat jetzt, die letzte hatte 480p, die hat jetzt 720. Und Licht dabei. Kann man ein bisschen, ja, Helligkeit. Jetzt bei dem Dingens verspiegelten Cover natürlich nicht so nice, aber ja gut, ist auch nicht so verkehrt. Wie ich das mit der Schärfe und so mache, weiß ich noch nicht genau. Welche hier ist zu nah? So muss ich die ungefähr halten, ne? Ja. Ja, das zocken wir jetzt gleich erstmal an auf der alten Xbox, die da unten steht. Ist von HIP Games. HIP Games. Habe ich vorher noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, großartig. Ja, ich lese mal ein bisschen vor, was hier hinten drauf steht. Stolen. Anja ist eine der großartigsten Diebinnen auf der Welt. Ihre nächste Mission, das wertvollste Juwel aus dem sichersten Museum von Forge City zu stehlen. Doch schon bald findet sie sich inmitten einer gefährlichen Verschwörung wieder und kämpft gegen ihre erbittersten Feinde. Ist auch nicht so viel besser, ne, mit der Handcam hier. Naja, gut, immerhin haben wir 16 zu 9. Ich muss mal. Fokus kann ich hier nicht einstellen, glaube ich. Ne. Naja, ich habe gedacht, das wäre jetzt ein bisschen. Vielleicht holen wir uns noch eine Full HD Cam und irgendwann mal. So, stell dich einer überaus gefährlichen KI, steht da. Erlebt das spannendste Gefühl, ein moderner Dieb zu sein. Still wie die Schatten, schneller als das Licht. Hightech-Waffen und Ausrüstung warten auf dich. Das hat sich ja gereimt. Nice. Stolen-game.com. Ein Spieler. Memory Card. 11 Blöcke benötigt. Xbox Live-Erkennung. Gucken, was das Handbuch sagt. Da was Spannendes drinsteht. Hier hinten auch nochmal. Blue, wahrscheinlich der Publisher. Und HIP Games, der Produzent. Der Spielebildschirm. Ja, ich denke mal nicht, dass wir es brauchen werden. Meistens früher, als es noch keine richtigen Tutorials gab, das hat sich ja später erst alles entwickelt, brauchte man das Handtuch, wollte ich schon sagen. Das Handtuch auch, wenn man geschwitzt hat. Das Handbuch auf jeden Fall häufiger. Aber mittlerweile ist ja, haben wir ja immer Tutorials bei oder zumindest Level, die sich so ein bisschen an das Spiel heranführen. Ja, gibt es hier noch irgendwie was? Mein Handcam kann ich vielleicht nochmal hier durchzeigen. Setup. Oh, jetzt habe ich die Klappe zugemacht. Lol. Hier ist eine Xbox. Da sind Xboxen. Die ganz alte 360. Dann die Slim. Dann gibt es ja auch noch die E. Die kam ja zu One raus. Die hat so diesen One-Stil. Die habe ich aber nicht. Das ist hier nur eine normale One. Ein bisschen T, Controller. Da hinten ist die X. Und die Spielsammlung. Und eine Pro, eine Plazy habe ich da hinten auch noch stehen. Eine Zweier, eine Dreier. Und so weiter. Dann wird auf jeden Fall jetzt mal
Spiel angezockt, ich bin gespannt. Wir zocken auf jeden Fall auf der OG Xbox. Angebunden an der OG One. Da spielen wir über den Guide. Genau, so sieht es dann aus. Hier hat man einmal den Guide von der One. Und dann bin ich in dem HDMI-In reingegangen von der One mit der OG. Denn man kann nicht alles, kann nicht alle Spiele spielen auf der OG Xbox. Die 360 hat tatsächlich sogar noch, auf der OG Xbox, auf der OG One. Die 360 hat tatsächlich sogar noch mehr Abwärtskompatibilität der One zur Verfügung. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, hätte man machen können. Aber da muss ich immer die Stecker hin und her switchen und sowas. So, gehen wir mal rein hier. Und wenn es ein Intro gibt, halten wir mal die Klappe. Ansonsten schauen wir mal. Aha, es lädt schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Bisschen laut. Mach ich mal auf minus 12. Hip Games. Da muss ich nochmal googeln, was die alles noch für Spiele rausgehauen haben. Vielleicht auch nur eins. Wer weiß, wie gut das oder schlecht das hier ist. Da gehört hat man noch nie so wirklich. Also ich nur zumindest noch nichts von dem Spiel. Vielleicht ist das aber auch voll der Klassiker. Krass, krasses Opening, krasses Opening. Auch coole Mucke gewesen, ne? So hat mich direkt an Mission Impossible oder James Bond erinnert. Wird wahrscheinlich so auch so in die Richtung gehen, das Spiel. Ja, ich bin gespannt, was das bietet. Die Qualität von der, also die Grafikqualität ist jetzt nicht so optimal, weil wir auf der OG spielen. Aber man erkennt schon was. Machen wir direkt ein neues Spiel. Oder irgendwas anderes? Ne, direkt neues Spiel. Daten speichern, jo. Festplatte. Oh, die Memory Unit ist sogar benannt. Lol. Na, dann speichern wir mal. Okay, Memory Unit. Ist ja nichts drauf. Steckt übrigens hier drin. In dem Controller. Memory Card. Das hat die Dreamcast damals quasi erfunden und Xbox hat es nachgemacht. Auch der Controller ist so ein bisschen von der Dreamcast gewesen, vor allen Dingen der alte Controller. Von der Dreamcast inspiriert. Die fehlt mir übrigens noch, die Konsole, die hätte ich auch noch gerne, Dreamcast. Oh, ist das laut. Ich hab schon so leise gemacht. Guten Abend, ich bin Jacqueline Meadows und das ist unser Thema des Abends. Der Bürgermeisterwahlkampf geht in die heiße Phase. Bürgermeister Thomas Morgan eröffnete heute im Metropolitan Art Museum die Ausstellung Schätze der Samurai. Und nach meiner Wiederwahl gibt es noch mehr hochkarätige Ausstellungen in Forge City. Sein Hauptkonkurrent Richard Killian stellte währenddessen bei einer Fernsehansprache sein Programm zur Verbrechensbekämpfung vor.
Jahrelang konnte unter Morgan das Verbrechen gedeihen. Damit ist jetzt Schluss. Jahrelang wurde unsere Stadt als Sündenbabel beschimpft. Damit ist jetzt Schluss. Der Wechsel naht. Also, ich hasse diese Stadt. Sie ist kalt, sie ist dreckig. Und es gibt hier viel mehr Sünder als Heilige. Um ehrlich zu sein, ich gehöre auch dazu. Es heißt, die Dinge werden sich jetzt ändern. Seit 20 Jahren erzählt man uns schon das Gleiche. Immer wieder, aber nie hat sich was getan. Immer die gleichen Opfer, immer die gleichen Verbrechen. Das Problem nimmt kein Ende. Es sei denn, das Problem bist zufällig du. Nett, dass du vorbeischaust. Wo warst du so lange? Ach, es gab da ein Problem mit so einer Nervensäge. Ich habe eben viele Verehrer. Alles fertig. Und diesmal funktioniert's? Es wird prima funktionieren, bis du es kaputt machst. Wünsch mir Glück. Also ich muss ja sagen, dass es eine deutsche Synchro hat, das hat mich jetzt schon verwundert. Die ist jetzt nicht gut. Ich habe jetzt keinen Sprecher wiedererkannt. Jetzt kein Star-Ensemble von den Synchronsprechern, aber das ist auch soundtechnisch so ein bisschen übersteuert, finde ich, teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt. Anja, hörst du mich? Mal gucken. Ja, ich höre Louis. Geh über die Dächer zum Museum. Folg der gelben Anzeige auf deiner Karte. So. Linker Ministick ist klar, laufen. Linker digitaler Steuerkreuz, digitales Steuerkreuz. Bin noch ein bisschen matschig irgendwie im Kopf. Habe ich so ein Menü aufgerufen. Nach rechts ist Nachtsichtgerät. Steuerkreuz nach rechts. Nach oben kommt das Menü auch. Ja, auf A kann ich mir so eine Hechtrolle machen. Y ist schlagen. B ist ducken. L, nichts, R, nichts, weiß. Oh! Im weißen Knopf drücke habe ich eine First-Person-View. Oh, man kann sogar ranzoomen. So. Wir sollen über die Dächer ins Museum. Es ist so ein bisschen matschig, das Bild. Das ist ein bisschen verschwommen. Hätte ich vielleicht doch mal auf der 360 ausprobieren sollen, ob das darauf läuft. Aber naja, jetzt müssen wir da durch. Drücke A, um über Lücken zu springen. Und da ist die Hechtrolle. Aber grafisch sieht es eigentlich gut aus, ne? Also kann man jetzt nicht meckern. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Also dieses Matrix Pass of Neo sah bescheiden aus, fand ich. So, rauf am Rand entlang und drücke A, um an die Stange zu springen. Oh. Athletisch drauf, unsere Anja. Drücke A, um zu schwingen von der Stange. So, das konnte ich jetzt, musste ich jetzt nicht machen, das war irgendwie geskriptet, also er hat einfach nur, ist einfach von alleine rübergesprungen. Duck dich mit B und tritt über einen Rand, um dich Vorsprung festzuhalten. Okay. Ja. Habe ich gemacht. Hä? Jetzt muss ich nach oben drücken, damit ich nach links laufe. Bisschen strange. Ah, da kann ich lang. Okay. Ziehen und festhalten. R fest, um die Wand hinaufzulaufen. Oder drück A, um den Vorsprung hinaufzuspringen. Ah, okay, lol. Man kann sogar Wände hochlaufen. Das würde ich auch gern können.
Drücke nach dem Springen an die Stange schnell A, um sofort weiter zu schwingen. Habe ich gemacht. Hat sie auch gemacht. Nice. Kann man auch Türen aufmachen? Drücke X, um ein interaktives Objekt zu benutzen. So. Drück Start, um den Missionsziele-Bildschirm zu öffnen. Mit dem linken Ministick kannst du die GPS-Karte scrollen. Mit dem rechten Ministick kannst du die Ansicht vergrößern. Okay, ins Museum einbrechen. Einen Weg aus dem Lagerhaus und auf das Museumsdach suchen. Das haben wir gefunden. Ne? Das Jade-Figürchen stehlen, die goldene Blume stehlen, den Kriegsfächer stehlen, den Elektroschaltplan fotografieren, die 5 Reliefs fotografieren. Reliefs. Oh fuck, ich hab gepfiffen. Das war jetzt lustig, dass man das machen kann. Wahrscheinlich zum Ablenken dann, ne? Drück Start und ja, das habe ich doch gemacht mit dem linken. Das haben wir doch gerade gemacht, aber muss ich da unten hin scrollen. Das haben wir schon gemacht, du kannst. Okay. Duck dich. Mit B und dritte über den Rand, um den Vorsprung festzuhalten. Okay. Ah, okay. Bisschen dunkel hier, aber geht noch. Ist noch ohne Nachtsicht. Spielbar. Der sagt nichts, außer Nachtsicht. Ja. Volle Anzeige, helle Lichter. Keine Anzeige, keine Lichter. Verstanden, Louis. Die hat eine gute Auffassungsgabe. So schnell bin ich jetzt nicht. Okay. Rot, vollständig sichtbar. Gelb, aus der Nähe sichtbar. Grün, nicht sichtbar. Grün? Und was ist gar keine Farbe? Wahrscheinlich genauso gut, ne? Ja. Was, da konnte ich irgendwas machen. Klett. Einmal Klett, bitte. Hätten sie auch Klettern ausschreiben können, oder? Nimmt das so viel Platz weg da oben? So, wir sind sichtbar. Die Wand hochlaufen wahrscheinlich. Ziehen und festhalten. Eher fest um die Wand hinaufzulaufen. Ist ja ein komisches Deutsch, ne? Ziehen und festhalten, eher fest. Ziehen und festhalten, fest. Um die Wand hinaufzulaufen. Drück beim Rennen A, um an einem Vorsprung zu springen. Aha. Höchst agil. Lauf zur Lücke und drück A, um den umzuspringen und dich am gegenüberliegenden Vorsprung festzuhalten. Ist da ein Vorsprung? Ach, den. Ja, auf jeden Fall ist es hier, wie gerade schon prophezeit, ein Tutorial am Anfang. Das ist auch natürlich gut. Denn wir haben keine Lust, das Handtuch zu lesen. Verzeihung. Das ist das Museum. Untersuch es mit der Zoom-Funktion. Louis, ich mach das nicht zum ersten Mal. Die ist ja schon ein bisschen angenervt vom Louis. Foto. Ah, man kann auch Fotos schießen. Hört sich lustig an. Das hätten sie auch rausnehmen können, das Geräusch. Wenn ich ausgezoomt habe, einfach Ende machen, anstatt die ganze Zeit. Okay, ich soll es untersuchen. Schluss mit dem Spaß. Hä? Okay, die Sicht ist umgekehrt von dem
Zoom-Gerät. Viel erkennen tut man nicht, aber da habe ich irgendwo eine Wache gesehen. Da. Ist jemand? Kann ich den... Habe ich mal ein Foto von gemacht? Oh, ey. Diese Steuerung von dem... Das muss ich mal kurz gucken, ob ich das umstellen kann. Okay, Select. Mache ich die Dingenskarte auf. Aber umstellen kann ich nichts mehr. Wahrscheinlich nur noch im Hauptmenü. Ne, doch, hier ist was. Steuerung. Y-Achse umkehren. X-Achse. Y ist rechts, X ist links. Nein, ich will ihn nicht umkehren. Die sind doch... Für IP? Ist das der Zoom? Mach mal ja. Ich-Perspektive. Speicher mal. Nee. Immer noch nicht. Naja, egal. Muss ich mir halt ein bisschen dran gewöhnen. So, was soll ich denn hier machen? Das Ding untersuchen, ne? Machen wir auch nochmal ein Foto. Okay, wie komme ich hier da raus? So. Hallo? Ich kann gar nicht weiter. Ah, okay, lol. Gar nicht gesehen. Agent Anja. Anja. Moin, Andi. Auf der Nordseite ist ein Lüftungsschacht. Das ist dein Eingang. Verstanden. Und pass auf den Wächter auf. Verstanden. Ah, die Anja, die ist nicht so irgendwie synchrontechnisch, finde ich die nicht so nice. Die hätten sie ein bisschen geschmeidiger rüberbringen können. Die ist so ein bisschen genervt und wirkt zumindest so ein bisschen so. Naja, vielleicht wird es ja noch besser. Das sind jetzt nur auf den ersten Metern. Markiere diesen Wächter mit einem Tracker. Damit siehst du auf deiner Karte die Position und Bewegungsrichtung eines Feindes. Öffne mit Steuerkreuz rauf oder runter das Inventar. Drücke für die Ich-Perspektive den weißen Knopf und drück X, um zu feuern. Oh, fuck. Ja, ja. Das wollte ich doch gar nicht. Zack. Verstellen. Auf die Schnauze. Hast du ein Problem? Geh weiter. Da liegt er. Ja, das habe ich nicht gerafft. Warte mal. Rauf. Tracker. Ich-Perspektive. Ach so, lol. Damit. Und dann feuern? Hä? Warte mal, und jetzt sehe ich das hier? Ne, sehe ich doch gar nicht auf der Minikarte. Ich dachte, ich sehe jetzt einen Tracker da. Was ist passiert? Hä? Oh, oh. Sie hat mich erwischt. Halt durch, Verstärkung kommt. Null. Okay, ich habe ihn jetzt angeschossen mit dem Tracker. Schnappen wir sie! Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal neu laden hier. Das ist doch... Ist doch Senf. Also umbringen kann ich anscheinend keinen. So. Ja, pfeifen wir nochmal. Als Celebration Move. Soll ich das Ding nochmal laden? Nee. Kann ich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wenn ich gespeichert habe. So, die pennen auf jeden Fall erstmal. Oh, mir geht's nicht gut. Herr Dahle, ich hab Prügel bezogen. Zentrale, ich hab Prügel bezogen. Mir geht's nicht gut. Zentrale, sie hat mich niedergeschlagen. Mo. Ist ja richtig weinerlich, die Wach. Die Security hier. Ich mit Knarren. Oh nein, ey. Ein Schuss und ich bin weg. Ja, ich wollte auch gar nicht kämpfen eigentlich.
Fuck it. So, hier ist irgendwas, ne? Was war das hier? Die Tracker-Scheiße, ne? Zack. Dann nehmen wir den Tracker. Jetzt habe ich keine mehr. Doch, da. Weiß. Auf seinen Arsch schießen. Und dann weg, ne? Gut, den sehen wir jetzt auf jeden Fall auf der Minimap. Sehen wir noch hier? Ja. Okay. Irgendwie so. Mit das Spiel dann funktionieren. Ist aber ein bisschen umständlich mit der Steuerung. Ich finde es auch blöd, dass ich da Beute, dass ich die Steuerung hier nicht umkehren kann. Für IP. Was ist für IP? Komm, machen wir mal so. Ja. Gucken, was passiert. Ne. Ach so, das war... Hä? Hä? Fußspuren? Was war das für ein Geräusch? Anja, an der Nordseite ist ein Lüftungsschacht. Das ist dein Eingang. Verstanden. Und pass auf den Wächter auf. Jetzt habe ich die falsche Steuerung umgestellt, sondern nämlich von der Third-Person-Kamera habe ich die jetzt umgestellt. Die wollte ich aber nicht umstellen. So. Nein. Y-Achse ist die rechte, nein. So, machen wir hier nochmal. Da, jetzt haben wir es. Wenn wir nach oben gehen, gucken wir auch nach oben. Warum sollten wir es denn andersrum machen? Wir sind ja nicht hier im Flugzeug. So, den einen haben wir getrackt, glaube ich, ne? Oder ist der jetzt schon wieder weg, der Tracker? Nee, ne? Ne, den sehen wir noch. Oh nein, jetzt habe ich die... Jetzt habe ich links und rechts... die Steuerung umgestellt. Alter. Okay, ich glaube, ich weiß... Check so langsam, warum wir von dem Spiel noch nicht viel gehört haben. X-Achse... War das die X-Achse? Ja, die X-Achse war es. Die wollte ich aber nicht umkehren. So, nein. Ist auch ein bisschen kompliziert. Ich sehe jetzt gar nicht, was angewählt ist, ne? Y-Achse umkehren. Nein. So, jetzt sollte es doch eigentlich korrekt sein. Kann ich mal speichern? Safen mal eben. 14.11.2001. Schon lange her, aber die Xbox hat keine Batterie mehr, deswegen kann sie die Uhrzeit nicht mehr safen. So, jetzt ist gut. Und am 14.11.2001, ja, irgendwann 2001 kam die ja raus, ne? Ich glaube Ende des Jahres, kann hinkommen. So, gucken wir mal, wo er hin will. Der dicke Henning. Zack, geht vorbei. Aber der kommt ja auch gleich wieder lang, ne? Das ist ja... Oh oh. Alter, knall mich doch nicht einfach ab. Kannst du auch vielleicht mal Hallo sagen oder mich verhaften einfach nur? So, wie komme ich jetzt da rein? Da. Anja, denk dran. Mit deinen Schallstrahlern kannst du die Wächter ablenken. Überprüf dein Inventar. Jetzt muss ich mich aber beeilen, ne, weil... Der andere Typ wacht dann gleich wieder auf. Wo ist der Schallstrahler? Supertracker. Bewegungsmelder fallen. Schallstrahler. Ah. Geräusche erzeugen. Erzeugende Wurfpfeile, die als Ablenkung eingesetzt werden. Schießen. In der Ich-Expektive. Mit der Schusswaffe. Fand er nicht gut. Checkt er nicht.
Hä? Sie hat mich erwischt. Halt durch, ich hab dir ein paar Jungs zur Hilfe geschickt. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Hm? Stehen bleiben! Oh nein, ey. Das spielt sich echt schäbig, das Spiel gerade. Hecht. Oh, Medipack. Nice. Oh, shit. Da, hä, war das jetzt ein Medikit? Habe ich aber nicht automatisch genommen, ne? Da. Okay. Volle Gesundheit. Dieser Schallstrahl hat ja gar nichts gebracht gerade, ne? Ich habe über ihn geschossen, auf ihn und links daneben quasi. Geräusche erzeugende Wurfpfeile, die als Ablenkung eingesetzt werden. Schießen X in der Ich-Perspektive mit der Schusswaffe. Nach Platzierung der schwarzen Taste aktivieren. Ah, lol. Ich kann den... Ja, okay. Habe ich nicht zu Ende gelesen. Mein Fehler. Also ich hätte nochmal schwarz drücken müssen und dann wäre das Ding irgendwie losgegangen anscheinend, ne? Ja, gut. Bin ich hier überhaupt richtig jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier werde ich nicht hochkommen. Jetzt habe ich die Dinger aktiviert. Die lagen da ja noch rum. Kommst du hier nicht mehr rauf? Hä? Okay. Dann halt nicht. Dann müssen wir hier irgendwo lang, ne? Du suchst da drin. Bin gleich da. Da vorne ist eine Tür. Oder irgendwas Blinkendes auf jeden Fall, ne? Aber wieso kam ich denn da nicht mehr lang? Ich sollte doch hier hoch. Zumindest glitzert das hier, so ein bisschen. Hm. Du kannst mich nicht sehen. Okay, jetzt. Jetzt kommen die zu zweit hier hin. Kommt weiter, ihr dummen Batzen. Hans und Henning. Jawohl, jetzt hat er mich gesehen. Hä? Ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Schau doch mal. Ich komme. So. Aber wie komme ich denn hier drüber wieder? Kann ich nicht springen? Die Wand langlaufen und links? Bis jetzt nichts. Da geht auch nicht. Bin ich blöd? Ja, also, das war eine rhetorische Frage. Öffnen, lol, ja. Mit dem linken Ministick wird Anja gesteuert. Drück weiß und benutze den linken Ministick, um dich umzusehen. Drück B, um dich umzudrehen. Was? Nicht deren Ernst oder was? Was ist das denn für eine Steuerung jetzt? Kann mich überhaupt gar nicht bewegen hier. Sieht ja aus wie bei Alien. Bei PlayStation 1. Ich laufe hier wie auf Schienen quasi. Ich drücke nur geradeaus und der läuft von alleine. Oder die. Das ganze Zeugs muss ein Vermögen wert sein. Einer der Techniker sagte, allein diese Jagdstatue sei mehr wert als mein Haus. Ja und? Ich kenne dein Haus. Ich finde halt, die sollten das ausstellen und nicht im Labor verschwinden lassen.
Ja, aber das Zeugs ist so alt, dass die Museumsfuzis echt froh sind, dass sie es mal untersuchen können. Los, wir machen hier dicht und trinken einen Kaffee. Nice, da habe ich ja freie Bahn. Das Untergeschoss suchen. Okay, wir müssen in den Keller rein. Hier ist Office. Überprüf mal den Spind. Ist da was drin? Oh. Ich tippe da jetzt was ein im Schrank. Ein Amulett gefunden. Nice. Ich habe da hier irgendwo Beute gehabt, ne? Museum? Amulett Nummer 22. Aha, so geht das. Also im Museum gibt es anscheinend. Wie viel waren das? 33 verschiedene Pokémon. Gegenstände zum Sammeln. Stehlen. Wertung. Museum. Missionsziele 3. Gestohlene Gegenstände. USD 3000F. Hä? Irgendeine Fehlermeldung wahrscheinlich. Entdeckt 11. 8. Alarm ausgelöst 3. Neu. Steht da? Neutraus, Wächter? Neutralisiert, also. Ja. Benötigte Zeit, bla 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 bla. Cool. Aber gut, dass, cool, dass es Statistiken gibt. Haben nicht alle Spiele. Aber mittlerweile ist es auch so ein bisschen. Kommt es öfter mal vor, dass man Stats hat. Aber das wünsche ich mir bei einigen Spielen. Einfach nur so random Statistiken, weiß ich nicht, Gegner getötet oder, weiß nicht, Zeit im Stealth verbracht oder ich weiß es nicht, so wie bei Metal Gear oder so, ne? Das wäre schon nice gewesen, wenn die damals schon Statistiken gehabt hätten. Ich mag Statistiken, ich liebe Statistiken und Tabellen. Was haben wir jetzt vor? Hier hoch? Hier dran? Ne, das ging nicht. Schlösser knacken. Mit dem linken Mäßig wählst du den Dietrich und nimmst ihn auf. Benutzt den Dietrich am Zylinder, richte ihn aus und halte den Block in der äußeren Kammer fest. Mit dem rechten Mäßig L und R wird die Kamera gesteuert. Hä? Drücke A, um fortzufahren. Okay, Anja, Zeit mal die neue Schlossknackanzeige auszuprobieren. Der Dietrich muss zum Riegel passen. Richte ihn aus und halte ihn dann einfach in Position, bis er einschnappt. Einfach. Okay, das wird ja. Das kann ja wieder was werden. Gut, die Kamera, die brauche ich jetzt nicht. Die brauche ich dann wahrscheinlich nur, um zu gucken, ob einer hinter mir ist. Ach so, jetzt check ich. Ah, ich muss den auswählen, der da hinpasst. Gut. Dann wird der hier sein, ne? Hä? Ja, komm, der passt doch. Ah, okay, ich muss das so ein bisschen halten. Da passt der hier, oder? Das ist cool. Das ist ein cooles System eigentlich. Habe ich noch nie so gesehen. Vor allem, dass man das so ein bisschen halten muss. Das heißt, man muss den... man spielt mit dem Feedback von dem Controller. Der springt ja immer wieder zurück, der Controller. Und man muss das so halten, dass er... Das ist quasi so auf der Höhe die ganze Zeit dagegen drückst. Das ist viel zu selten, wird das gemacht. Klar, man kann bei Spielen damit so langsam laufen und schnell laufen, ne? Aber so... Ich finde, damit könnte man noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, die neue Playsee hat ja jetzt irgendwie noch ein bisschen neuen Controller, ne, neuen Spielraum da erschaffen. Ziehen und festhalten, L fest, um dich flach an die Wände zu pressen. Mit dem linken Mini-Stick kannst du dich bewegen und... Hä? Ach so. Ah, das hatten wir auch noch nicht gelernt. Das hätten wir gerade eben vielleicht gebrauchen können. Als wir da an dieser einen Stelle standen. Oben Ecken drücke weiß und... hinauszulehnen. Ecke. Ah, man kann um die Ecke. Oh. Okay, die Überwachungskamera. Der blinde Punkt ist direkt unter ihr. Markier sie mit einem Tracker, damit die Karte das Kamerasichtfeld anzeigt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Splinter Cell Spiel ist. Okay, so kann man gucken. Jetzt habe ich nicht zugehört, was er gesagt hat. Hat er gesagt? Markiere diese Kamera mit einem Tracker. Habe ich überhaupt noch einen Tracker? Ja.
Zack. Neue Munition, neues Gadget. Und? Es hat funktioniert. Das sieht ja aus wie bei Metal Gear. Nice. Ja, es ist, ich will jetzt nicht sagen realistisch, aber doch, es ist auf jeden Fall realistischer, dass man diesen Schritt überhaupt erstmal machen muss, ne? Weil in den ganzen anderen Agentenspielen oder sowas, wo du dann so eine Minimap irgendwo hast, ist es halt unrealistisch, dass du, wie bei Metal Gear, von allem Bescheid weißt, wo die Kameras gerade hingucken und sowas. Und jetzt hast du da erstmal so einen Tracker dran gemacht und dann macht es natürlich auch Sinn. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, dass wohin die Kamera guckt. Aber, also, gefällt mir schon mal ganz gut, der Move. Obwohl das Spiel jetzt bis jetzt, ist es ausgeglichen, finde ich. Also es hat gute Ansätze gehabt, aber auch ein paar schlechte. Ich werde mich dann an die Wand wahrscheinlich langschlängeln müssen. Ich warte nochmal. Bis er nochmal zurückfährt, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Mahlzeit. So, jetzt... Oh, fuck. So, um die Ecke schleichen. Läuft aber auch... Hier vorne läuft es echt stabil auch, ne? Also, ich glaube, die ganze Zeit lief es eigentlich relativ stabil, so zwischen 30 und 50 FPS hatten wir bestimmt. Anja, mit deinem Sonarvisier kannst du durch Türen schauen. Es benötigt aber Schallwellen, um den Raum abzusuchen. Wenn es also keine Geräusche gibt, musst du welche machen. Hä? Sonarvisier? Ach so. Halte schwarz fest, um zu pfeifen. Stell sicher, dass der Schallstrahler nicht gewählt ist. Das Geräusch kann Wächter zu deiner Position locken oder die Beleuchtung des Sonarvisiers einschalten. Nach links. Moin, Romy. Okay, habe ich den Schallstrahler habe ich jetzt nicht ausgewählt? Den sollte ich ja nicht auswählen, ne? Halte schwarz fest, um zu pfeifen. Stell sicher, dass der Schallstrahler nicht gewählt ist. Das Geräusch kann Wächter zu deiner Position locken oder die Beleuchtung. Ich check's nicht. Gut, jetzt wähle ich mal doch das Ding hier aus. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Damit kann ich rum... die Dinger aktivieren, diese kleinen Geschosse, die Sound von sich geben. Okay. Nehmen wir mal gar keinen Gegenstand. Halt schwarz fest. Ah, lol, ich muss mich an die Tür stellen. So nah. Habe ich auch noch nicht. Also, habe ich mich überhaupt noch nicht mit auseinandergesetzt mit dieser Technik. Das haben ja die Wale und sowas, ne? Die kommunizieren ja so, ne? Auf jeden Fall, immer wenn ich pfeife, habe ich eine bessere Sicht. Gut, ich sehe jetzt, dass dahinter ein Typ ist. Er läuft ein bisschen im Raum rum. Warum auch nicht? Vielleicht muss er sich ein bisschen die Füße vertreten. Jetzt kommt er näher. Das ist direkt hinter der Tür. Aber mein Gepfeife hört er nicht. Oder? Nein. So, jetzt geht er weiter.
Seine Wege, jetzt müssten wir eigentlich rein, ne? Oder probieren wir mal hier an der Tür dasselbe? Ne, hier ging's nicht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, und? Jetzt weiß ich ja Bescheid. Ich weiß ja, okay, das geht so, aber was soll ich jetzt machen? Geht's jetzt weiter oder nicht? Da oben geht's weiter. Da ist er. Der Jochen. Machen wir mal ein Foto von unserem Hintern. Denn wir sind hier eine Frau. Für die einsamen Stunden. Was mache ich jetzt hier? BBB? Hä? Gehen zurück. Ein Schlückchen trinken. Da hinten ist die Kamera. Hä, da waren wir doch gerade. Oder? Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Ich Depp. Oder? Ja, ja, hier geht's. Hier geht's jetzt rein. Beim Jochen. Ach, diese Corona, ey. Komm runter, Jochen. Oh, was habe ich denn hier? Durchsuchen? Okay, das kann ich gleich einmal abchecken. Wird denn ein bisschen, oben möchte ich hauen oder so? Ich speichere mal eben kurz. So, hier, Gunnar. Schleich dich von hinten an einen Wächter und an und drücke im Stehen X. Stehlen? Okay, dann bestellen wir den einfach mal. Ey! Fuck! Ach. Offener Schlagabtausch hier. Ja, der wacht ja gleich wieder auf, ne? Gut, da muss ich mich beeilen. Ich konnte hier alles durch so wühlen, ne? Da ist eine... Da ist eine Statue von der... Gut, ich kenne einen Sammler, der ganz wild drauf wäre. Ja, nice. So, wo kann ich noch durchwühlen? Verdammt, was ist passiert? Ich habe Prügel bezogen. Oh. Oh, scheiße, jetzt kommt Verstärkung. Nein! Komm, die beiden, die kann ich noch umhauen. Aber der sieht schon ein bisschen stärker aus mit seinem blauen Hemd. Der hat ein blaues Hemd.
Ich muss hier wieder raus. Scheiße, ich komme hier. Hier kam ich doch her, oder? Mir geht's nicht gut. Zentrale, sie hat mich niedergeschlagen. Schnell wieder weg hier. Ich muss mal kurz warten, bis die da. Zentrale, sie hat mich erwischt. Die Jungs sind auf dem Weg. Bis sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Du suchst da drüben. Bin gleich da. Schau doch mal. Okay. Nimm diese Seite. Bin gleich da. Okay, die sind ja jetzt anscheinend noch aufgebracht. Okay, jetzt kommen die langsam wieder klar. Ja, er sagt, er ist einfach da. Ja, er sagt, du überall aus rumlaufen. Aber schon in der Mitte haben die Stadt so schon unter deinen hier. Die Leute und Busse gehen vorbei an die was angegriffen. Ja. So, wir haben dann noch viel zu looten gehabt eigentlich, ne? Oh nein. Ich sollte den vielleicht mal mit so einem Tracker anschießen. Dann weiß ich, wo der immer rum sich aufhält. Geht das von hier aus? Zack. Weiß? Ne. Knarre kann ich nicht zücken. Ich geh mal hier wieder. Ich weiß nicht, wo er ist jetzt gerade. Da ist er. Ich versuche ihn jetzt mal umzuhauen, wie gerade eben gesagt, ne? Ne, ich sollte. Bleib stehen! Ach, das ging ja gar nicht. Scheiße! Fräulein auf die Rübe gezimmert. Gekriegt vom Jochen. Okay, jetzt sind wir nochmal hier am Start. Ich soll da. Achso, im Stehen. Ja, ich bin ja blöd. Ich habe mich ja im Kriechen, war ich ja gerade hinter dem, um ihn zu bestehlen. Aber ich muss mich hinstellen, damit ich ihn in den Schwitzkasten nehmen kann. Gut, dann nehmen wir den mal einen Schwitzkasten. Stehen bleiben! Komm. Jetzt wieder der offene Schlagabtausch hier. So, das können wir nochmal eben machen und dann wacht der Jochen ja schon wieder auf. Gut, ich kenne einen Sammler, der ganz wild drauf wäre. Jetzt müssen wir wieder raus. Oh, mein Kopf tut weh. Hä? Schick Verstärkung, ich brauch Hilfe. Halt durch, ich hab dir ein paar Jungs zur Hilfe geschickt. Soll ich einfach weitergehen? Nee, wir wollen ja gucken, wie wir das mit dem Schwitzkasten hinkriegen. Okay. Hei. Nimm diese Seite. Bin gleich da. Sie nehme ich hier oben hin, ne? Hier oben müsste ich safe sein, oder? Du suchst da drüben. Ich komme. Glück gehabt? Nichts. Glück gehabt? Nimm diese Seite. Bin gleich da. Was gefunden? Bis jetzt nichts. Was gefunden? Was? Okay, Jungs, zurück auf eure Posten. Ja, wie mache ich das denn am besten? Ich muss mich hinter den. Der erwischt mich ja immer. Der hat ja irgendwie so einen sechsten Sinn. Oder ich bin zu laut oder so. Keine Ahnung, irgendwas wird es ja sein. Dass er jedes Mal sich umdreht. So, bitte geduckt hinter ihm herlaufen und dann. Ja. Ja.
Hinstellen und X mit dem Schwitzkasten nehmen. Geht nicht. Ist jetzt tot? Ich hoffe mal, der ist jetzt ein bisschen länger außer Gefecht gesetzt. Und nicht nur so wie gerade eben, wie als wenn ich ein paar über die Rübe ziehe. Jetzt gucken wir mal, wo wir alles looten können. Ich glaube, hier vorne war noch was, ne? Da. Durchsuchen? Habe ich schon? Jetzt kann ich es nicht mehr. Abchecken. Hätten wir gar nicht mehr zurückgehen müssen. Hier ist ja gar nichts mehr. Scratching. Ja, dann gehen wir doch weiter. Neutralisator. Was ist das denn? Neutralisatoren. Ein elektrifizierter Wurfpfeil, der Lampen ausschalten, Wächter betäuben und einige Sicherheitssysteme zeitweilig außer Kraft setzen kann. Schießen X in der Ich-Perspektive mit der Schusswaffe. Weiß. Drücke im Fallen B, um in geduckter Haltung sanft und lautlos zu landen. Okay. Oh, da ist eine Cam. Da müssen wir direkt mal einen Tracker ranhauen. Denn die, chillt ja echt ein bisschen ungünstig. Zack. Noch irgendwas im Raum? Ich muss ja sowieso den Neutralisator benutzen, damit ich kurzzeitig... Alter Schwede. Jetzt hat die scheiß Cam mich echt entdeckt. Lol, wie lange der da einfach nur... Ach, fuck. So ungefähr hat er sich gerade auch bewegt. Scheiße. Ja, ich muss die Cam ausschalten. Ich muss die Cam... Warte mal. Aber ich gucke jetzt erstmal kurz hier... Da, das muss ich durchwühlen. Ja, die Cam, die machen wir jetzt aus. Oh, das sieht ja aber recht smooth aus, ne? Also so 60 FPS haben wir. Jetzt nicht im Stream, weil den habe ich geändert auf 30 FPS. Da brauche ich auch gar nicht mehr sagen, wie viel FPS wir haben, weil wir sowieso jetzt nur noch 30 haben im Stream. Denn wir hatten zuletzt, gerade bei schnelleren Spielen hatte ich Probleme, dass ich da so Fragmente und Pixel hatte, als das Spiel schneller wurde und wenn da zu viel los war. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, erstmal 30 FPS zu machen, um zu gucken, ob das dann besser läuft. Wenn das dann immer noch so ist und das irgendwie kein Problem mit dem PC war, dann werde ich wieder auf 60 umschalten. Aber mir ist so ein klares Bild auf jeden Fall lieber, als wenn ich da immer zwischendurch... ich meine, 60 FPS sind gerade auf jeden Fall bei Spielen, wo die 60 FPS haben. Ich gucke es mir auch lieber an. Aber ich finde es auch besser, wenn... finde es auch gut, wenn alles sehr detailliert ist und ich nicht... da so ein Pixel-Match habe. Gerade bei Warhammer war das letztens, als wir über meinem Rechner gezockt haben. Da war teilweise war es dann zu pixelig und das gefiel mir nicht. Deswegen sind wir jetzt erstmal auf 30 FPS runter. Hätte ich auch im Intro sagen können. Habe ich jetzt vercheckt. So, Sicherheitskamera. Machen wir das Ding mal aus. Zack. Zack. Und jetzt schnell durchwühlen. Haben wir auch noch was zu durchwühlen? Ja. Oh shit, die Kamera geht wieder an. Nein, bitte nicht, ey. Das nervt doch.
Komm rein. Was? Ey, ich wollte raus hier. Oh, der Blaue, der hat ein paar Kellen drauf. Träum süß, Mädchen. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Ja, gut, ich... Was soll ich machen? Probier jetzt nochmal, ohne den jetzt abzuchecken. So, dann checke ich nämlich den da hinten nur ab, wenn ich die Kamera ausgemacht habe. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. So. Neutralisatoren, weiß für Käsekuchen, zack. Einmal durchwühlen. Die Spinne hinten komme ich auch nicht von der Zeit, ne? Die Kamera war jetzt nicht lange außer Gefecht. Ne. Ah, fuck, ich muss Schloss knacken. Das schaffe ich doch gar nicht in der Zeit. Oh, hoffentlich bleibt die Zeit stehen jetzt. Aber glaube ich nicht, weil ich ja mich umdrehen kann und so. Scheiße, da ist die Cam wieder. Vielleicht habe ich Glück und die sieht mich nicht, weil ich direkt da drunter stehe. Was ist der? Ja. Raus hier. Kontrollpunkt stand da. Ist schon mal gut. Was gab's denn hier hinten noch? Gucken wir mal hier. Scheiße. Das war jetzt mal wieder blöd von mir. Okay, da kann man noch was durchsuchen. Ich chill mich mal hier hin. Hä? Abstellraum? Nice. Was ist jetzt passiert? Okay, ich habe irgendwas ausgemacht oder so. Oder angemacht. Viel mehr. Was ist das hier für ein Raum? Warum sind da so Fenster drin und so? Ist das ein Büro? Die Tür ist elektronisch verriegelt. Um sie zu öffnen, musst du dich in ein lokales Terminal hacken. Ah, okay. Aha. Aha. Achso, jo. Codes hacken. Lernen wir mal wieder was Neues. Mit dem linken Ministick kannst du die... Warum habe ich denn so einen Husten auf einmal, ey? Mit dem linken Ministick kannst du die GPS-Karte scrollen. Drücke A, um ein Ziel fürs Hacken zu wählen. Benutze den linken Ministick, um die Computersequenz zu kopieren. Mit dem rechten Ministick, L und R, wird die Kamera gesteuert. Drücke A, um fortzufahren. Ja, das werden wir schon irgendwie... Das ist ein Standardsystem. Wähle einfach ein Ziel auf der Karte und kopiere die Login-Sequenz, um es zu hacken. Einfach. Okay, war das die Tür, die wir brauchen hier, oder was? Mhm. War das jetzt richtig? Nein. Was? Wieso geht das nicht? Ich
muss ja wahrscheinlich in der Reihenfolge. So, links, oben, rechts. Aber ich fange in der Mitte an. Kann ja wohl schlecht. War ich zu langsam? Ah, okay. Ich war zu langsam. Auch ein neues System. Aber da finde ich das von BioShock besser. Ach, jetzt hätte ich so nah machen sollen. Okay, fuck it. Kontrollpunkt. Ich glaube, den knallen wir ab, ne? Und dann nehmen wir den in den Würgegriff hier. Spasti, Alter, was willst du? Hä? Okay. Ich glaube, hier oben müssen wir nicht lang, ne? Da pennt einer. Ist das auch nur einer? Oder ist das ein Schlafraum? Ne, da pennt nur einer. So, das war easy. Jetzt müssen wir leise sein, denn da pennt einer. Sind hier noch mehr? Ne. Es hört sich so an, als ob der von rechts kommt, ne? Ich glaube, den können wir auch einfach pennen lassen, ne? Habe ich meine Kopfhörer verkehrt rum auf? Ne. Das hört sich so an, als ob der da rechts irgendwo im Raum pennt. Aber der liegt da links. Ich weiß nicht, ob man das auch hört bei Twitch. Sie hat mich erwischt. Halt durch, ich hab dir ein paar Jungs zur Hilfe geschickt. Also, da ist wieder einer aufgewacht gerade eben. Wahrscheinlich ein Erwürgter. Also die bleiben vermutlich ein bisschen länger liegen, aber auch nicht ewig. Töten konnte ich bis jetzt noch keinen, ne? So, Gerhard, setz dich mal wieder hin. Kannst du weiter schlafen? Anja. Ed pennt direkt weiter. Okay. Wo haben wir hier was? Zum Durchsuchen. So, dafür müssen wir wieder nichts anwählen, ne? Glaube ich. Kein Gegenstand. Ja, sieht man auch nicht viel mehr. Von dem könnten wir eigentlich ein Foto machen, ne? Zack. Hab den ganzen Laden zusammengehalten. Ja. Ja, irgendwie sehe ich hier drin nichts zum Stehlen. Da hinten ist noch irgendwas. Tür. Ja, da kam er ja her, ne? Der Lift ist abgeschaltet. Du musst dich ins Lokal.
lokale Netzwerk hacken, um ihn einzuschalten. Oh, ich, oh, hier ist doch kein... Hier ist doch kein PC. Wer pennt denn hier noch? Das hört sich so an, als ob hier hinten einer pennt. Hier. Hier kommt die Geräuschquelle her. Was ist das hier? Kann ich hier meine... Kaugummi habe ich geklaut. Nice! Ich gehe wieder raus. Ich sehe nichts. Bleib stehen! Oh fuck. Das war dumm. Das war genauso blöd, weil da kann jetzt wieder einer sein. Gut, aber war ein bisschen unter Zeitdruck, ne? Muss ich das hier wieder machen? Ja, ne? Aber dann eine andere Stelle. Ne, ging nicht. Was ist denn mit dem hier? Karteninformationen. Ja, wie komme ich denn hier in das nächste Abteil? Oder kann ich nur den Raum hier hacken damit? Kann hier nichts. Fuck it. Boah, die hat aber geschrien, ey. Aber die erste Mission, die müssen wir schon schaffen, oder? Ich dreh durch, Amina Coin. Ah. Da ist doch nichts mehr gewesen. Ich muss mal wieder zurück wegen den Kartendaten. So. Da. Hallo. Hallo. So. Jetzt habe ich die Daten vom nächsten Raum. Aber wie komme ich in den nächsten Raum unten rein? Ich möchte da unten da die Tür, den Lift hacken. Aber es geht anscheinend nicht. Zumindest nicht von hier aus. Oh, er haut gerade ab. Dann können wir reingehen. Dann knallen wir ihn gleich ab, wenn er kommt. Oder wir knallen jetzt ab. Ja, aber sonst weiß ich nicht wohin, ne? Bei dem Penner war ja auch nichts. Kein Terminal. Hier war doch kein Terminal, ne. Den konnte ich bestellen, der hatte Kaugummi. Will ich suchen. Muss ich vielleicht nochmal zurück? Halskette übrigens gefunden. Das ist doch schon mal nice. Ne, hier ist aber nichts. Ich muss wieder zurück. Der Penner wacht gleich wahrscheinlich wieder auf da, ne? Der im Flur liegt. Was war hier? Hacken. Ah, hier ist das Ding. Hallo. Okay, ich bin falsch gelaufen. Ich kann dir
Scheiße. Okay, der Lift ist fertig, aber der Wolfgang kommt. Gehe ich da jetzt rüber? Sprinte ich da jetzt rüber? Nee. Oder? Versteck mich nochmal ein bisschen. Lies sie wieder hin. Oh oh. Hau bloß ab, Wolfgang. Was macht er denn da jetzt? Komm, jetzt knall ich ihn ab. Das kann er nicht mal. Pech für ihn. Jetzt ab im Keller. Wir müssen jetzt Untergeschoss, ne? Hä? Der Handwerker oder der Hausmeister. So, da sind ganz schön viele Kameras. Ich glaube, wir sollten die erstmal tracken. Das ist doch eine gute Idee. Aber nicht pfeifen. So weit können die nicht gucken, ne? Hä? Okay, getroffen, gut. Getroffen. So. Die Tür hat ein Magnetkartenschloss. Wenn du den Strom abstellst, wird sie entriegelt. Ja, okay. Was ist jetzt passiert? Warum ist der Alarm ausgelöst worden? Hat mich denn hier einer gesehen? Ja, man hat nicht viel Spielraum hier bei den Kameras, ne? Man kann höchstens hier so ein bisschen runter. Aber da dran komme ich nicht. Und das Medikit. Könnt ihr höchstens die Kamera ausschalten für einen Moment. Okay, Jungs, zurück auf eure Posten. Zack. So, sollen wir die da hinten auch nochmal tracken? Ja, ne? Der Vollständigkeit halber. Oder ist hier gar keine mehr? Doch. Da hinten ist auch noch was. Ein Item. Und da können wir mal hinhuschen, glaube ich. Oder? Er sieht auch nicht so gut aus. Nehmen wir auch nochmal den Neutralisator.
glaube, ich mache aber jetzt erstmal hier das Schloss. Knacke ich mal erstmal. Obwohl, ne, die Kamera sieht mich eh nicht, ne? Dann hole ich mir erst das Ding hier. Nice. So nah vergessen. So nah dran. Schallstrahler. Was haben wir denn hier im Spind? Dreckige Unterwäsche. Saphir gefunden. Nice. Katana. Ah, knackigen Hinternatze, ne? Boah, geil! Ist das geil? Was ist denn hier los? Hä? Was bedeutet das hier? Schlecht. Was ist denn das Foto? Soll ich davon ein Foto machen? Den Elektroschaltbrand. Ach ja. Hey! Okay, ich muss ein Stück zurück. Diese Bilder setzen ihr tolles neues Sicherheitssystem total außer Gefecht. Nice. Dann machen wir fertig. Dann kann ich hier durchhuschen. Was ist denn hier los? Hier war einer hinter, ne? Nee, doch nicht. Anja, ich empfange elektromagnetische Frequenzen. Wenn du dich Systemen mit elektromagnetischen Strahlungen näherst, spürst du eine leichte Vibration. Ja. Louis, du steckst voller Überraschungen. Ah, hier ist schon ein bisschen laggy. Okay. Was machen wir? Hier oben irgendwo langklettern wahrscheinlich, ne? Kann ich da nicht hoch? Warum kann ich da nicht drauf? Hä? Ich speichere mal eben. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Savepoint hier gemacht hat. Ab auf die Memory Card. Warum kann ich nicht hoch? Da war da irgendwas. Warum? Springen. Hallo. Könnte das funktionieren? Auf der anderen Seite dann abzuspringen? Von hier? Ne, das bringt ja nichts, ne? Macht keinen Sinn. Ah, okay. Ich muss springen. Bin jetzt. Hä? Ich glaube, ich schnapp mir mal ein Medikit. Medkit. Ich habe jetzt gedacht, da geht übelste Alarm los, wenn ich da in den routinen Laser reinlaufe, aber anscheinend ballert da noch irgendwas auf mich. Was ist hier los? Warum komme ich nicht durch?
Hatten auf mich geschossen. Taser-Einrichtung. Können wir da bestimmt ausschalten, oder? Nee. Können wir nicht. Hm. Ja, okay, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich muss da links an die Wand lang hochrennen. Und dann so rüber, ja. Und dann komme ich hier hinten rüber, ne? Würde ich mal sagen. Da hoch komme ich auch nicht. Hier haben wir wieder so eine Stelle. Zack. Elegant. Nein! Nein! Alter, jetzt ist aber richtig Holland hier in Not. Warum macht die denn so? Die sollte doch nicht direkt drüber schwingen. Nur einmal kurz dran und dann... Zack. So, jetzt Wand. Und so. Das reicht schon. Nicht weiter. Okay. Ich habe wahrscheinlich zu schnell nochmal A gedrückt. Hier runter jetzt, ne? So viel Stress wegen einer einzigen Tür. Willst du das nächste Mal lieber anklopfen? Okay, wie kann ich hier wieder raus? Toni? Ja. Okay, ich schick zwei Jungs runter, die das abchecken. Genau, Toni. Die Gang ist mir wichtiger als meine Freunde. Frauenarzt! Oh shit. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Scheiße, jetzt kommen die hier aber. Toni macht den Strom wieder an. So, jetzt kann ich doch da hinten. Ist das hier das Magnetschloss? Nee. Wo ist denn das Magnetschloss gewesen? Au! Hey! Dammit! Piss dich! Und hilf mir, Koppel. Ich muss hier raus! Fuck, Alter, die verfolgen mich! Bleib stehen! Du bist doch hier irgendwo. Kann ich hier mal Hilfe kriegen? Ich bin gleich da. Muss ich im Dunkeln fühle ich mich doch am wohlsten. Muss ich überhaupt nach oben? Ich musste doch da unten eine Magnettür. Oder? Bin ich jetzt wieder verwirrt? Fünf Reliefs fotografieren. Ich gehe einfach mal hier die Treppe rauf. Ja, geht der Bock noch rauf? Geht's noch raufer? Oder ist das schon mal am raufesten? Kann ich gar nicht erwürgen. Kann ich nicht rein.
Scheiße, jetzt hat Toni wieder... Ne, das bringt nichts. Ich muss erst den Typ da hinten ausschalten. Was? Wer hat denn jemand... Fuck. Wahrscheinlich war da eine Kamera oder so. Ich kann ihn nicht erwürgen. Doch. Ja, ich depp. Da ist noch einer. Jetzt schnell hacken hier. Die Tür, ja, die haben wir gerade gesehen, die war rot. Schnell, die Kamera ist schon wieder an. Das ist ein verkacktes Zeitmanagement hier. Ja, ja. Ich guck mal, was hier hinter ist. Nix. Zumindest kein Gegner. Keine Gegner. Da ist er, der wertvolle Inchuko-Edelstein. Wenn du ein Hochsicherheitsterminal findest, lade ich den Virus hoch, der das Lasergitter ausschaltet. Ach, scheiße. So nah vergessen. Und da pennt einer. Da kommen wir aber so vorbei, ne? Haben wir einen Tracker drauf. Was soll das? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe doch die Kamera, die habe ich doch nicht... Da ist er, der wertvolle Inchuko-Edelstein. Wenn du ein Hochsicherheitsterminal findest, lade ich den Virus hoch, der das Lasergitter ausschaltet. Inchuko-Edelstein! Hat mich doch gerade aber nicht gesehen, ne? Gerade hat er doch gepennt. Er gibt mir direkt eine Bud Spencer-Schelle. Alter. Sie dumm? Stopp. Sonst kriegt er gar keinen auf die Schnauze. Bäh. Jetzt kommt wieder der Entschick. Der wertvolle Inchuko-Edelstein. Inchuko-Edelstein. Was auch immer du sagst. So, was ist denn hier? Ich dachte, der pennt. Ne, noch nicht. Jetzt legt er sich erstmal schlafen. Okay, ich war gerade ein bisschen zu schnell. Jetzt pennt er aber. Warum haben... Gerade eben ist er ja aufgewacht, instant, ne? Komm, ich schieß mal die Cam aus. Der kriegt auch im Schlaf einer gepfeffert. Geht die jetzt hin! Alter, was hält denn der so viel aus? Oh nein. Schnell, schnell, schnell! Das ist schon richtig. Rein da. Oh, ich glaube, ich werde krank, ey. Nein! Der Affensohn. Wacht wieder auf. Oh, das ist doch dumm. Okay, ich muss ihn pennen lassen. Oder wir gehen einfach anders durch die Tür. Da ist er.
So, der Penner pennt. Der Hugo. Dann machen wir die Cam aus und dann müssen wir versuchen, ganz leise darunter zu schleichen. Ich kann auch das Licht kaputt machen. Zerschießbar. Dann brauche ich die Cam gar nicht kaputt machen, ne? Ach, es ist der Affe. Hugo, leg dich wieder hin. Alles gut. Ich habe ein Licht für dich ausgemacht. Kannst besser schlafen. Er lädt sie wieder hin. So, schön langsam jetzt hier, ne? Warum hat die überhaupt Schritte denn? Normalerweise dürfte man die doch gar nicht hören. Ja, Gizmo, du kriegst gleich was zu essen. Halbe Stunde noch circa. Nee, das ist hier nur ein Abstellraum oder was? Ne, ich wollte schon sagen. Kann man vielleicht noch was finden? Dreckige Wäsche oder so vom Hugo? Irgendeinen Kelch haben wir gefunden. Einen einfachen Kelch. Egal. Nehmen wir auch mit. eBay Kleinanzeigen. Was ist denn hier los? Speichern wir mal lieber nochmal. Obwohl ich, scheiß drauf. Der hat mich ja sowieso immer nur am Kontrollpunkt, respawnen lassen. Ich kann die Lampen ja auch zerschießen, ne? Warte mal. Schnell ins Dunkel, schnell ins Dunkel, schnell ins Dunkel. Und dann machen wir die mal aus. Ja, das Spiel, ich weiß gar nicht, welches Spiel zuerst rauskam. Das ist aber schon sehr hart angelehnt, ja, an Splinter Cell. Aber ich glaube, das hier kam später raus. Da stand irgendwie 2004, 2005. So. Den Hermann erwürgen wir. Das Schloss werden wir knacken auf jeden Fall. Solange der Hermann schläft. Die Gelegenheit müssen wir am Shop verpacken. Das Schlossknacksystem, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Oh. Oh nein, sag nicht, der wacht schon wieder auf. Ne. Da war auf jeden Fall ein Typ, aber egal, wir gehen einfach mal rein. Das ist die goldene Blume. Hübsch. Pass auf die Strahlen auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Fuck. Ich mach mal nochmal das Licht hier aus. Das. Hä? Da ist noch einer. Ich habe auch nicht mehr so viele Neutralisierungsschüsse, ne? Aber was ist hier? Waren wir schon? Ne. Tracker. Können wir auch nicht lang. XX. Ja, wir müssen ja hier rein. Müssen wir mal ordentlich gucken, wo der steht. Und dann holen wir uns die goldene Blume.
Und diesen komischen Edelstein müssen wir auch noch holen, ne? So, so nah. Jetzt kommt. Was macht er? Er steht direkt hier vor. Okay, dann gehen wir mal lieber jetzt nicht rein. Jetzt müssten wir reingehen. Meiner Meinung nach. Das ist die goldene Blume. Hübsch. Pass auf die Strahlen auf. Hä, was soll das denn? Affe. Fuck, da kommen noch mal Jungs. Was ist denn das da irgendwie auf der Map? Vier Kameras oder was? Pass auf die Strahlen auf. Kann ich die irgendwie abschießen? Können wir da irgendwas machen? Ja, Strahlen ausschalten, schnell. Hä? Oh, das war doch knapp, ne? Okay, Jungs, zurück auf eure Posten. Hey Kumpel, geht's dir gut? Schönes Stück. Dafür bekomme ich einen guten Preis. Bei dir geht's immer nur ums Geld, oder Louis? Naja, deine Ausrüstung ist ja auch nicht ganz billig, Anja. Fuck, da sind noch mehr. Oh oh. Der Arndt was. Der Arndt was. Ja, ich schwimme mal ein bisschen hier hinten. Die werden sich schon gleich wieder verkriechen. Den fällt ja gar nicht auf, dass die goldene Blume weg ist. So, jetzt hauen sie wieder ab. Raus, aber schnell! Nein, hier ist noch nichts. Zischt ab. Was habe ich denn jetzt? Warte mal, ich muss ja den Samurai-Rubin, ist ja mein primäres Ziel. Der ist doch hier in der Mitte gewesen, ne? Komme ich denn da hin? Den Virus zum Sicherheitscomputer hochladen. Das ist ein bisschen verwirrend hier mit der Map. Okay, Jungs, zurück auf eure Posten. Scheiße, ich habe auch nur zwei Neutralisierungsschüsse nur noch. Was kann ich denn hier überhaupt noch hacken? Oh fuck, da sind da noch zwei. Und der kommt hier, läuft ja hier im Kreis. Fuck, was ist passiert? Okay, das war mega leck. Das Gespräch auf der CD war wahrscheinlich irgendwie zerkratzt. Nein, Mann, sie wollte lieber den Musikstadel sehen. Den Musikstadel. Was ist denn eigentlich hier mit Medikit mal nehmen? Und der eine haut ab. Das ist schon mal Gold wert. Den müssen wir, glaube ich, gar nicht umbringen. Wir wissen ja wohl. Ja, umbringen können wir sowieso keinen.
streck dich mal, Jürgen. Ja, wieder raus hier. Oh no. Kann man hier rein? Nee. Fuck. Den muss ich abknallen. Leuchtet ja auf mich. Ah nein, da kommt noch einer. Kommt der um die Ecke? Weiß man das? Ich glaube nicht. Der stand, glaube ich, nur bis da, ne? Dann dreht er sich gleich wieder um. Den könnte ich dann eventuell so erwischen. Komm schon, Alter. Warum dreht er sich um, wenn ich mich... Ich hab das noch nie richtig hingekriegt, dass ich einen im Schleichen erwürgen kann. Ich muss die immer... Warte mal, hier war doch nichts, ne? Ne. Hm. Wo müssen wir denn jetzt? Oh, mein Kopf tut weh. Zentrale, sie hat mich niedergeschlagen. Die Jungs sind auf dem Weg. Kommen wir nicht mehr weiter? Hä? Warum komme ich denn hier nicht mal raus? Ich glaube, jetzt nehme ich mal so einen Schallpfeil. Dann haben wir keine Schüsse mehr. Funktioniert nicht. Doch. Nee, funktioniert nicht. Er lässt sich nicht ablenken. So, jetzt. Warum denn nicht? Ja gut. Man muss ja nicht gleich unbedingt jemanden töten, aber warum? Wo geht's denn hier lang jetzt? Ich sehe hinten irgendwas. Hier ist nur der Chirper, ne? Naja. Den habe ich da hinten hingeschossen. Kann ich hier vielleicht noch irgendwo eine Tür hacken? Ne, das sind nur die beiden Sachen hier. Fuck. Hinter mir komme ich nicht lang. Da vorne ist nur eine Toilette und die andere Tür ist abgesperrt. Ich bin gefangen. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch hin kann. Hier ist abgesperrt. Hier ist eine Toilette. Warte mal, vielleicht hat die Toilette ja einen Schacht. Ach, das sieht so aus, ne? Ja, klar. Ich habe Prügel bezogen. Kontrollpunkt. Sauber. Oh fuck. Jetzt habe ich den Schirper in der Hand. Scheint nicht zu sein. Bitte Neutralisatoren. Jawohl. Super Tracker, was kann der denn? Oh, links, wohin geht's links? Oh fuck, kommt einer. In der Sicherheitsstation ist das Terminal, das wir brauchen, aber sie ist verschlossen. Halt den Schnabel, ich muss den Typ. Vielleicht schaffst du es, dass dir der Typ von drinnen aufmacht. Ach!
Damn it. Ich hab gepfiffen. Komm raus. Jetzt habe ich nicht zugehört. Sind hier irgendwo Kameras? Was? Alter! Die Steuerung jetzt. Wird wahnsinnig. Schießen. So geht's auch. Dafür bin ich nicht gemacht. Für Schleichspiele. Verdammt, was ist passiert? Zentrale? Sie hat mich erwischt. Halt durch, ich hab dir ein paar Jungs zur Hilfe geschickt. Ja, ich denke mal schon, dass man seinen Spaß haben konnte an dem Spiel. Was ist denn hier? Geht's nicht weiter? Sie hat mich niedergeschlagen. Halt durch, Verstärkung kommt. Was soll ich hier machen? Irgendwas soll ich hier doch machen, ne? Schallstrahler, den bräuchte ich hier nicht. Kann ich hier schießen überhaupt? Ne, kann ich auch gar nicht. Also im Schacht kann man anscheinend nicht schießen. Oh, hier ist richtig was los jetzt. Da oben kommt auch wieder einer. Okay, der Hack, der bringt jetzt hier nichts. Ist weiter. Ich kann den vielleicht gleich neutralisieren. Was ist denn hier mit der Lampe? Da ist doch schon mal was. Die andere auch, komm. Jetzt speichere ich aber mal. Wenn ich jetzt gleich kaputt gehe, dann würde ich, glaube ich, lieber laden an der Stelle. Den Save Point zu nehmen. Checkpoint. Okay, was macht der? Pennen. Pennen ist gut. Dann hacken wir mal eben. Was kann man denn überhaupt hacken? Oh fuck. Ja. Verklickt.
Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier rauf. So, was haben wir jetzt gemacht hier? Was zum Teufel? Das verdammte Teil spielt wieder verrückt. Kann hier nicht einmal was funktionieren? Ach, jetzt ist die Tür auf, die... Ungewöhnliche Stück wurde in Japan gefunden. Man glaubte zunächst, es stamme von einem der Raubzüge der Japaner in China. Was ist das für eine creepy Stimme? Man kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Relief höchstwahrscheinlich in Japan entstand und dass sich die Kunst der beiden Nationen stärker beeinflusst hat als... Alter, was war das für eine eklige Stimme? Schnauze, ich will hier raus. Hau ihn um! Komm schon, Alter, wie viel steckt der ein? So, hier jetzt hochladen, ne? Das Virus oder so. Was ist hier, Kamera? Zack. Mir geht's nicht. Zentrale? Sie hat mich erwischt. Die Jungs sind auf dem Weg. Nein, bitte nicht hierhin. Ja, Gizmo, ich komm gleich. Hä? Hast du das gesehen? Ach Mann, ey, was ist denn mit mir? Stehen bleiben! Fuck, jetzt ist die Schlampe. Gesehen worden. Schieß doch! Die Penisse. Nee, Alter. Hier soll ich jetzt weitermachen? Ich hab doch schon die Tür da hinten aufgehabt. Da lade ich... Ne, da lade ich lieber. Spiel wiederherstellen ist wahrscheinlich laden, ne? Oder? Was ist das denn? Wovor habe ich denn überhaupt einen Speicherpunkt erstellt? Krass. Das bringt gar nichts zu speichern. Man kann die Spiele ja gar nicht laden. Jetzt habe ich den Schierpanner ausgewählt. Das war aber jetzt ein richtig mieser Checkpoint. Jetzt bin ich ja richtig weit zurückgeworfen worden, ne? In der Sicherheitsstation ist das Terminal, das wir brauchen, aber sie ist verschlossen. Vielleicht schaffst du es, dass dir der Typ von drinnen aufmacht. Ah! Oh. Hey Kumpel, melde dich! Hä? Was war das? Hey, bist du okay? Ich höre immer noch was. Vielleicht schaffst du das, der Typ mir auf. Wie soll der mir denn hier aufmachen? Okay, überprüf das lieber mal. Komm, mach auf. Nein. Ja, mach doch nicht auf, wie denn? Mist, ey, jetzt können wir es nochmal machen.
Wir haben auch keine Neutralisierer mehr. Jetzt nochmal schnell hacken. Oben waren noch Dingens, ne? Oben waren, glaube ich, noch Neutralisierer. Die muss ich, glaube ich, noch holen. Oh, er leckt mich doch an der Füße. Warum wacht er einfach random auf? Gibt schon wieder nichts, ey. Ich kann ja noch mal gucken bei dem Typ. Ich, nee, ich kann da ja nichts machen, ne? Ich kann ja leider nicht die Chirper oder sowas hier benutzen. Weil der Typ sagte ja, ich soll den eventuell rauslocken können. Aber wie denn? Nichts verwenden. Vielleicht kann ich pfeifen. Komm, mach hier oben auf. Hier sitzt ein Vogel drin. Dann müssen wir wieder das Terminal hacken, da an der Statue hier vorne. Aber dafür müssen wir wieder einige Einheiten ausschalten. Oh, fuck it. Ich verstehe nicht, warum ich den... Das ist so selten, dass das prockt, dass ich den erwürgen kann. Was soll das? Seit wann sind die denn immun dagegen? Das ist so clunky, das Spiel. Das geht mir schon auf den Piss, Alter. Ich spiele es nicht durch. Das sag ich jetzt schon. Aber das Level ja, aber... Alter. Würgen! Hallo, Würgen! Ja, die wachen zu schnell auf. Ich kann, muss die erwürgen, damit die zumindest, weiß nicht, 2-3 Minuten liegen bleiben, damit ich da vorne hacken kann. Weil wenn ich die einfach nur umbox, dann bleiben die ja nur 20 Sekunden liegen, wie man hier sieht. Jetzt sind alle wieder wach. Okay, leg mir am Arsch. Tracker? Nein. Chirper? Wo ist der? So. Wir verschwenden unsere Zeit. Oh nein. Ja, geht immer da unten gucken. Ich hack jetzt das scheiß Ding. Wenn ich das nicht schaffe, dann leck mich an die Füße. Schneller, 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 schneller. Ja, okay, habe ich gerafft. Schneller, 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 schneller.
zum Teufel? Das verdammte Teil spielt wieder verrückt. Kann hier nicht einmal was funktionieren? Ungewöhnliche Störungen in Japan. Man glaubte zunächst, es stamme von einem der Raubzüge der Japaner in China. Neuere Forschungen kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass das Relief höchstwahrscheinlich in Japan entstand und dass sich die Kunst der beiden Nationen kann ich immer noch nicht rein. Hat, als bisher ich muss hier außen rum durch die ganzen Wächter. Ich sehe nichts. Da kommt einer. Zwei. Ja, das denke ich mir auch. Fuck. Hier auch wieder einer, ne? Ja, natürlich. Jetzt treffe ich ihn wieder nicht. Er haut mir richtige Kellen rein. Scheiße, ey, wie soll ich das machen? Ich habe keine Neutralisatoren mehr. Schneller, schneller, schneller. Das dauert zu lange. Die wachen schon wieder auf. Zentrale, sie hat mich erwischt. Leben haben wir noch? Alter, ey. Ja, ja. Wo geht's denn hier lang? Tracker bringt nichts. Doch, Tracker könnte ich... Ne, der wacht ja so schnell wieder auf hier. Ja. Ich muss einfach laufen. Oh, mein Kopf tut weh. Totale. Ich habe Prügel bezogen. Ich habe Prügel bezogen. Ja, irgendwie muss ich doch von oben, wahrscheinlich von dem Schacht oder so, dann an die Statue da hinhangeln. So, da ist doch die Kuppel. Ich speichere nochmal, auch wenn es vielleicht nichts bringt. Haben wir das hier einen Kontrollpunkt? Weiß ich jetzt gar nicht. Egal, ich speichere einfach nochmal. Oh! Spiel speichern. Ja, überschreiben. Was jetzt? So. Hier rein. Einfach durchbrechen. Oh, das ist sogar ein Loch. Lol. Warum sollte man das machen, da oben Loch? Oh.
Okay, wir kommen bei Mission Impossible. Holy fuck. Kann ich mich auch bewegen? Ne. Nur runter, ne? So. Hier kann ich runter. Hier kann ich durch. Hier muss ich warten. Und hier? Durch, ne? Nein, ich hätte mich bewegen müssen. Ja, so hätte ich machen müssen. Schieb das Ding im Arsch. Genau, dann kannst du es drin schmuggeln. Jetzt machst du einen Handstand. Und wieder voll zu den Wächtern, oder wie? Du hast höchstens ein paar Minuten. Dann wimmelt es hier nur so von Wächtern. Und die Bullen sperren bald danach die Straßen. Hau ab! Warum ist sie nicht wieder oben lang gegangen? Fuck, 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 fuck. Ich knall jetzt gar nichts mehr ab. Ich renne jetzt nur noch. Hier geht's raus? Nee, ne? Doch. Oh, wer ist das denn? Ach, die darf einen umbringen, ne? Aber ich darf nur erwürgen und hier mit Platzpatronen schießen. Was ist jetzt? Ist das die Kavallerie oder geht's noch weiter? Ach du Scheiße! Den kann ich ja gar nicht ausweichen, dem Helikopter, ne? Da oben war ein Medikit. Ich verliere wahrscheinlich mehr Leben, als ich das... ...ich bekomme. Ich will jetzt weg hier. Mission beenden. Raus. Jetzt muss ich eins nehmen. Okay, da geht's nicht lang. Fuck, fuck, fuck. Kannst schon wieder gleich ein Medikit nehmen. Runter, 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 springen. Okay. So richtig rennen oder so kann. Oh, fuck. Kein Leben mehr. Ja, wenn du hier keine Medikits hast, dann ist auch vorbei, glaube ich. Was? Pause? Hä? Pause? Spielende oder was? Okay. Mission anscheinend geschafft. D. Note D. Schlecht. Das war sehr schlecht. Benötigte Zeit, 1 Stunde 38 Minuten. Continuous, 9 Stück. Neutralisierte Wächter, 38. Alarm ausgelöst, 24. Entdeckt, 61 Mal. Gestohlene Gegenstände, Umsatz, Steuer, ne, US-Dollar. 431.805. Okay. Wir haben Gegenstände im Wert von fast 500.000 geklaut. Missionsziele, 14. Ah. Okay, das war eine gute Wertung. Ah, okay. F ist schlecht. Ja klar, das ist ja dieses amerikanische Notensystem, ne? F ist schlecht. Das einzige Mal entdeckt ist auf jeden Fall schlecht. Gut waren wir in Missionszielen und in Continuous. Ja. Alarm ausgelöst waren wir durchschnittlich und benötigte Zeit war auch durchschnittlich. Rest war eher mau. Ja, krank. Ist das jetzt vorbei oder geht's noch weiter? Hallo?
Taugt sie was? Sie ist kompetent, aber das habe ich dir ja schon gesagt. Warum verschwendest du meine Zeit damit? Du hättest mir erlauben sollen, sie zu töten, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Ja, ich weiß, dass ihr beide noch eine Rechnung offen habt. Aber weißt du was? Das ist mir egal. Dein Job war, ihre Leistung zu bewerten. Wenn wir wollen, dass du jemanden umlegst, sagen wir dir Bescheid. Und jetzt beantworte meine Frage. Wie gesagt, sie war okay. Hör mal, ich mache hier keine Witze. Sag mir einfach, was Sache ist. Ist sie die Richtige für den Job, ja oder nein? Ja. Gestern Abend wurde ein wertvoller Rubin aus der Ausstellung Schatz der Samurai gestohlen. Wenige Stunden, nachdem Bürgermeister Morgan im Museum seine Wahlrede gehalten hatte. Auf der heutigen Wahlkampfveranstaltung äußerten sich beide Kandidaten zum Kriminalitätsproblem von Forge City. Bürgermeister Morgan war bei der Einweihung des neuen Hightech-Gefängnisses von Forge City. Noch mehr Gefängnisse wie dieses werden Kriminelle von den Straßen fegen und sie von unseren Kindern fernhalten. In der Stadt schlug Herausforderer Richard Killian einen scharfen Ton an. Die Lösung der Probleme von Forge City besteht nicht darin, Verbrechen zu bestrafen, sondern ihnen vorzubeugen. Schon mal was von Anklopfen gehört? Warum? Du machst dir doch eh nie was anderes, als mit deinen blöden Mikrochips rumzuspielen. Naja, diese blöden Chips hat uns dein Kunde dafür gegeben, dass du diesen Stein stiehlst. Warte nur, bis ich sie in deine Ausrüstung eingebaut habe. Ich hoffe, ihr habt meinen Edelstein. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Abend. Sie wissen nicht zufällig etwas von der Besucherin, die ich gestern im Museum traf. Hey, ich stelle hier die Fragen. Und ich frage euch, ob ihr einen weiteren Job für mich machen wollt. Kommt nicht in Frage, nein. Sie hat recht. Diese Frau ist extrem gefährlich. Also, wenn sie was damit zu tun hat, dann müssen sie sich jemand anderes suchen. Wenn ihr mit jemandem Schwierigkeiten habt, euer Problem. Solange sich das nicht auf den Job auswirkt, ist mir das egal. Also, was ist jetzt? Okay. Aber wenn irgendwas Komisches passiert, behalten wir den Stein und die Kohle. Okay, ich brauche eine Sicherheitsdisk. Vom neuen Gefängnis des Bürgermeisters. Ja, aber das spielen wir jetzt nicht mehr. Das war jetzt auch ein bisschen nervenaufreibend. Was macht ihr jetzt? Okay, wir machen aber die Konsole jetzt mal aus hier. Ich glaube, das jetzt startet quasi schon die zweite Mission. Könnt ihr ja vielleicht mal gucken, ob ich ins Hauptmenü kann und irgendwas skippen kann. Ja, da bin ich schon im Gefängnis in der nächsten Mission. So weit wollte ich noch nicht gehen. Spiel verlassen. Schon wieder dieses Geballer wie gerade eben beim Laden. Grafik? Was hat man denn da für Optionen? Aha. Freunde? So, dann kann man wahrscheinlich die Mission, kann man die Mission wahrscheinlich mit seinen Freunden teilen und vergleichen und so, wer besser ist in der Mission. Ja, jetzt haben wir gerade Stolen gespielt mit der Hauptprotagonistin Anya. Wie sie weiter heißt, steht hier gerade gar nicht. Ist wohl eine Diebin, wie wir bemerkt haben, von Hip Games. Freigegeben ab 12, deswegen kann man wahrscheinlich auch keinen töten. Naja. Muss ich sagen. Also mein Fazit ist, naja. Bewerten will ich das jetzt nicht, wegen der einen Mission. Ich habe mich, es ist ja auch genreabhängig, ne, ob man das Spiel jetzt macht oder nicht. Wenn man sich da vernünftig anstellt und so diese ganzen Schleichspiele mag, dann wird es wahrscheinlich seine Fans haben, aber so ein Splinter Cell hat mir da schon durchaus besser gefallen. Das war ein bisschen runder und nicht so komisch, aber mit dem Kämpfen da, ne, die hauen sich da gegenseitig ein in die Schnauze und da, wer gewinnt, ist, entscheidet der Zufall. Hast du ein Problem? Geh weiter.
Noch ein Problem. So hätte ich die Probleme da lieber gelöst. Aber naja. Wahrscheinlich habe ich auch viele Items, hätte ich Items besser nutzen können. Ich fand die Zeit, die Wachen betäubt waren, ein bisschen kurz. Da hat man ja gesehen, da war ich immer unter Stress, musste dann hacken und das hat auch, wenn man gehackt hat, dann hat es auch nicht kurz pausiert, sondern das Spiel lief weiter live im Hintergrund. Das war dann so ein Echtzeit-Hack. Wenn man zum Beispiel bei Skyrim war, so ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Klar, man muss jetzt, kann man jetzt auch Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, weil hier gehört es ja wahrscheinlich dazu, der Zeitdruck zu dem. Soll ja auch ein Diebes-Spiel sein. Ne? Das soll ja auch ein bisschen das rüberbringen, was es machen soll. Aber, ich meine, die Erfahrung muss man vielleicht mal gemacht haben. Muss man nicht, aber wenn man irgendwas mit Xbox heißt, wir wollen ja alle Spiele einmal durchzocken oder anzocken. Durchzocken natürlich nicht, aber anzocken zumindest. Und das war heute dran bei Frisch Aufgewärmt. Stolen aus dem Jahre 2004, 2005, so um den Dreh, steht hier drauf. Von Hip Games und Blue. Mal gucken. Ich will jetzt erstmal nicht anrühren. Wir haben hier noch einen ganzen anderen Batzen Haufen Spiele. Eigentlich wollte ich auch wieder was anderes zocken, aber irgendwie bin ich jetzt. Hat sich Stolen ganz gut angehört auf den ersten Lease. Aber ist doch nicht so ganz mein Fall gewesen. Aber naja, deswegen sitzen wir ja hier und zocken und probieren aus. Gut, das war's für heute. Heute nicht so lang. Wir sehen uns auf jeden Fall Mittwoch wieder. Heute Abend, weiß ich nicht, was ist das heute Abend? Heute Abend müsste der Romy, glaube ich, wieder Musik auflegen. Ansonsten geht's morgen, glaube ich, nochmal weiter mit dem Andi. Chilling Sunday, immer geschillte Spiele, locker. Und Dienstag müsste Andi nochmal zocken, genau. Und Mittwoch spielen wir dann Warhammer weiter auf dem PC. Diesmal wieder aus der Sicht von meinem Rechner. Letztes Mal haben wir am Dienstag aus der Sicht von Andis Rechner gezockt. Das machen wir mal so abwechselnd, damit jeder mal so einen Einblick kriegen kann, auch in die Klasse und sowas. Und mal gucken, wie lange uns das Spaß macht. Im Moment macht es noch viel Bock, irgendwie so mal die Welt von Warhammer zu erkunden, von Warhammer Fantasy. Wir spielen auf dem Server Return of Reckoning, haben wir auch in den YouTube-Videos, haben wir da die Links reingepostet. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne euch da auch einen Charakter machen und dann zocken wir ein bisschen zusammen. Das wäre natürlich, würde uns freuen, wenn jemand sich dann nochmal berufen fühlt, Warhammer online zu zocken, Age of Reckoning. Also wir haben da jetzt gerade Bock drauf und freuen uns natürlich über jeden, der gerne mitspielen möchte. So, jetzt muss ich meine Katze füttern. Die mautzt schon die ganze Zeit hier rum. Und der Hund fiepst auch im Hintergrund, höre ich gerade. Der möchte dann wahrscheinlich auch mal raus. Deswegen sage ich bis bald.